Wir finden uns jetzt zu einer letzten Barcamp-Zusammenfassung und Roundup zusammen. Das heißt zumindest diejenigen, die ihre Sessions gehalten haben. Tschüss Steffi, ich trinke dich leer. Oder wie auch immer. Komische Namen. Würde ich jetzt bitten, dann sich schon mal irgendwie zu sammeln, mental und auch irgendwo schon hier räumlich in der Mitte am besten, damit es etwas schneller geht und ihr nicht aus dem hintersten Sitzsack erst euch hochquälen müsst. Und sobald wir das haben, würden wir euch noch bitten, mal euer Feedback einzubringen zur Veranstaltung und hier eine kleine Feedback-Runde zu veranstalten, was wir nächstes Mal wieder besser machen können, damit euer Potlauf-Workshop noch besser wird. Ich würde einfach mal vormachen, wie man so ein Review macht, und zwar mit dem Sendezentrum, oder? Das ist super. Super. Und zwar stelle ich mich hier hin, wo ihr euch dann hinstellt, weil der Tisch ist ein bisschen, naja. So, wir haben gemeinsam hier, Ralf, Claudia und ich, haben einen Workshop zum Thema Sendezentrum Reloaded gemacht, und zwar Aufbau dezentraler Strukturen, mehr Schultern für geiles Zeug. Was ist einfach rausgekommen daraus ist, wir werden einfach mal schauen, wie wir allgemein das Sendezentrum dezentralisieren können. Das heißt, Sendezentren einfach selber gestalten. Sendezentren von Podcastertischen bis zur großen Open-Air-Bühne, alles ist ein Sendezentren. Wir wollen die ganz Deutschland Sendezentrumfizieren. Und dafür werden wir jetzt in den nächsten Schritten jetzt im Sendegate Arbeitspakete, Dokumentation, wie macht man was. Und ganz konkret am Camp werden wir das quasi das erste Mal probieren, dezentraler mehr Schultern zu machen, oder? Habe ich was vergessen? Nee, wird super. Wird super, ja. So, Tim steht da schon? Oder willst du Juri lassen für den Webplayer? Juri, wir haben doch angekündigt, aus den Sitzsäcken aufzustehen. Ja, Claudia hat das gemacht. Ja. Fürchterlich. Es war sehr bequem und sehr warm. Ja, hallo. Ich soll wahrscheinlich gerade was über die Session, die vergangene, erzählen. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Also, wir haben uns die Wünsche angehört, was sozusagen jetzt als nächstes umgesetzt werden sollte. Und wir haben schon mal so angekündigt, wo ihr denn Hilfe wie findet und wie ihr den Player installieren könnt. Dazu wird es auch noch mehr geben, mehr Informationen. Und zwar schaut in die community.podlove.org. Da wird dann auch angekündigt, wenn die neue, die neue Doku-Seite online ist oder wo es schon mal eine Vorab-Version gibt. Ich habe euch auch noch ein kleines Geschenk zu machen, und zwar das mit dem angekündigten, mit dem Playground, das funktioniert jetzt schon. Da hinten spielt schon einer. Das heißt also, ihr könnt dann mit den Metadaten rumspielen und seht sofort, was das mit eurem Player macht, wenn ihr da mal neue Sachen hinzufügt, wie zum Beispiel Kapitelmarken oder so. Ja. Danke. Doku, bitte. Sendegate. Dann würde ich. Genau. Community. Achso. Ah. Ihr ignoriert es, das Sendegate, ja? Nein, es gibt ja eine Session, nicht eine Session, es gibt ja eine zweite Session. Wenn ihr da wenigstens dann noch verweist auf die nachfolgenden, wäre gut. Genau, der Chris mit dem schnöden Mammon. Ich krieg ein Mikro, oder? Sekunde. Achso, ich habe auf den Zeichen gelegt. Genau, Podcast und der schnöde Mammon. So. Genau, wir haben uns so ein bisschen darüber unterhalten, dass es total einfach ist, mit dem Podcast reich zu werden. Und wer nicht in der Session war, hat jetzt leider die ganzen Tipps und Tricks verpasst. Gibt es die denn im Sendegate später? Wenn ich da zu Hause bin, ja, aber jetzt habe ich den Rechner gerade nicht parat. Aber ein bisschen was rein. Nein, wir haben so ein bisschen geschaut, was da geht, was da okay ist, was nicht okay ist, wie das international aussieht, also auch im amerikanischen Markt und im Vergleich zum deutschen Markt. Und wie bei denen, die das dann doch eher, also dass manche das eben dann doch eher nutzen als Zubringer, quasi als Plattform, um dann andere Dinge darüber zu pushen oder zu bewerben oder zu unterstützen. Das ist aber ein sehr, sehr breites Thema. Okay. Johannes, du übernimmst die Vertretung. Wo bist du? Da. Liest du den Titel noch vor? Genau, ich wollte sagen, die Jungs aus dem Strandkorb, Potsdok. Ja, also, wir haben uns da hinten getroffen an den Sitzsäcken, war ganz cool. Der Branko hat ein bisschen drüber gesprochen, wie denn der aktuelle Stand ist und so. Hier auf dem
Barcamp-Teil haben wir dann auch ausgemacht, dass es eine Schaltung geben wird zum CCC-Camp per Studio-Link. Studio-Link heißt es, ne? Ja. Und der MC hat dann noch gesagt, dass er gern so eine Art Podcaster-Band gründen möchte und sucht dafür quasi dann auch noch Musiker. Und darüber wird es dann auch Sessions geben. Also es wird eine ganz coole Veranstaltung und ja. Hast du mal das Datum? Irgendwann vom 13. bis zum 17. Ja, genau. Ja. Genau, also das, so wird es sein. Und dann haben wir noch ein bisschen über den Podpreis gesprochen, den wir so nächstes Jahr anvisieren. Und da wird es halt auch eine Barcamp-Session dann geben dazu. Und ja, also kommen, mitdiskutieren, Spaß haben und vieles mehr. Danke. Gerne. So, Shownotes. Wie sehen gute aus? Der Martin. Wir haben hier gesessen und wir heißt Shownote-Schreiber und selber Podcaster, also zwei Welten prallen aufeinander, haben darüber gesprochen, wie wir da vorangehen, also welche Wünsche die Podcaster haben, was die Shownote für Probleme haben. Da müssen wir vielleicht nochmal irgendwie was zusammenstellen, wie wir uns das Leben angenehmer machen können. Müssen vielleicht mal, das war so eine Idee schon, vielleicht fürs nächste oder übernächste Mal, vielleicht mal so eine Sitzung machen, wie man eigentlich Shownotes praktisch schreibt, wie das aussieht, damit vielleicht auch die Podcaster mal sehen, wie das eigentlich funktioniert und sich vielleicht ein bisschen besser reinversetzen können. Ansonsten haben wir uns mal unterhalten, was gehört da ungefähr rein. Natürlich gibt es jetzt kein absolutes Ergebnis, weil das immer individuell ist, aber es reicht ja manchmal einfach schon darüber zu sprechen und sich inspirieren zu lassen. Ich habe gesehen, ihr habt auch schon eine neue Doku veröffentlicht von den Shownotes heute. Ja, Mr. Mok alias Christian hat schon eine kurze Kurzanleitung, die aus unserer langen Anleitung herausgegangen ist. Okay, wir verlinken das alles dann noch entsprechend im Sendegate in dem Thread dazu und zur Doku. Ach, Tine, mein Herz. Das geht ja richtig schnell hier. Instant. Danke. So, Podlove-Templates, wie man Templates des Publishers erfolgreich zum Einsatz bringt. Noch länger ging es nicht, oder? Bitte? So titeltechnisch? Doch, klar. Also, da ist immer was zu holen. Soll ich trotzdem was drüber erzählen? Also, bitte. Ja, gut, ist halt so ein technischer Talk und so. Ich sehe, das Interesse an diesen Templates ist durchaus groß. Und meine Erwartungshaltung ist halt nach wie vor, die, umso mehr Leute damit rumexperimentieren, umso mehr können wir neue Ideen generieren, wie wir denn sozusagen überhaupt einen Podcast im Web präsentiert sehen wollen. Und ich hoffe, dass sich eben auch unter anderem durch die Nutzung dieser Templates da etwas herausbildet, was man dann vielleicht zu so einer Art Standard oder doch zumindest Publisher Default machen kann. Also insofern spielt nicht nur mit den Templates rum, sondern gibt sie auch wieder zurück in die Öffentlichkeit, diskutiert sie im Sendegate oder bei uns in der Podlove-Community und dann schauen wir halt mal, was da cool ist. Danke. So. Felix? Sebastian ist nicht da. Will Renke übernehmen? Gegangen. Du warst nicht da? Der war bei dem Facebook-Optimierungs- Talk. Keiner? Wirklich keiner oder traut sich keiner? Da! Ein Freiwilliger. Das kann ich sagen, dass Sebastian so vorhin erzählt hat. Das ist ja sehr interessant. Der kleine Raum war vollgepackt bis auf den letzten, aber es war keiner da bei Facebook. Sebastian meinte, er hätte mal richtig die Hosen runtergelassen. Also die goldene Regel ist 60-30-10. Wie genau, weiß ich auch nicht mehr. Ich habe es aber retweetet. Und es ging darum, dass es sehr hilfreich ist, für Facebook oder auch auf Twitter den Algorithmus zu nutzen oder zu überlisten, weil sonst einfach die Sichtbarkeit nicht mehr gegeben ist. Und dass Bilder, der sehr viel helfen, gibt es auch eine kleine Wunschliste für Podlove, das wird wahrscheinlich irgendwann noch ankommen. Und es sollten halt aussagekräftige Bilder sein und bei Facebook gilt die Regel, viel hilft viel. Also man sollte regelmäßig posten, aber keine Doppelung, soweit meine kurze Erinnerung. Danke, ich nehme es ja. Martin, Morning Show at Chaos Communication Camp. Ja,
Bitteschön. Genau, wenn wir dann erfolgreich das Sendezentrum auf dem Chaos Communication Camp installiert haben, haben wir auch schon erstes Konzept für die Morning Show. Es gibt ein paar lustige Ideen, die sind auch im Sendegate schon verlinkt. Und wer vor Ort ist und mitmachen will, kommentiert da und beobachtet den Thread einfach in den nächsten Monaten. Danke. Danke. Wir verraten einfach nur nichts. Einfach im Sendegate nachlesen. Frauenstimmen im Netz. Unsere Liste soll schöner werden. Nele. Ja. Achso, unsere Liste. Ja, ah, du sagst natürlich auch noch was dazu. Wir haben eben hier kurz gesessen. Es ging um die Frauenstimmen im Netz, diese Liste, diese hässliche Excel-Tabelle und die Frage darum, wie machen wir das schöner und wie bauen wir möglicherweise einfach auch eine Art kuratiertes Verzeichnis oder eben eine Webseite, wo man nach Schlagworten suchen kann, wo man einfach eine schöne Übersicht hat, was sind das alles für Angebote. Und perspektivisch, also ich habe jetzt sozusagen erstmal diese Liste bereitgestellt und bin mit Dennis an mit ein paar Wünschen an ihn herangetreten. Dennis setzt das jetzt im Moment um. Willst du dazu noch was sagen? Ja, es wird demnächst im Sendegate Informationen geben, wie man die Entwicklung unterstützen kann. Es gibt einen Code, es gibt nochmal Doku und wie man das mal in praktische To-Dos gibt. Also wer übernehmen möchte oder helfen möchte, findet dann in den kommenden Tagen im Sendegate die Informationen dazu. Genau, und was wir halt eben noch in Aussicht stellen sozusagen damit ist, dass wir nicht bei diesen Frauenstimmen stehen bleiben wollen, sondern dass das, was dann am Ende an Codelösung rauskommt oder an Features oder so und so weiter, dass die natürlich auch für andere Formen von Verzeichnissen genutzt werden können, zum Beispiel Wissenschaftspodcasts in Deutschland oder solche Sachen. Also soll etwas geben, was man dann als Infrastruktur irgendwie nutzen kann, weil die Idee dahinter ist, dass einfach Webseiten und solche Verzeichnisse, die ein bisschen kuratierter sind, eben helfen können, Podcasts zu bestimmten Themen bekannter zu machen und als Anlaufstelle gelten können. Und das ist im Grunde eine der, oder die Meta-Idee dahinter. So, das ist jetzt der Testfall und wir gucken mal, wie wir damit weiterkommen. Danke. Dankeschön. Danke. Wie man in 45 Minuten, es waren mal 60, individuelle Intros, Jingles kombiniert oder einen Hauch Ahnung von Musik zu haben. Ralf. Ich glaube, das war länger als der Titel von Tim. Ja, stimmt. Ja, so viel ist mal sicher. Ja, genau das ist passiert. Ich habe versucht zu vermitteln, wie man alleine mit GarageBand, also einem Tool, was jeder auf seinem Mac schon hat, mit Hilfe von völlig freien Lizenzen, ohne einen Cent Geld auszugeben, eben eine sehr individuelle Klangcollage, Intro, Extro, Jingles, was auch immer für sich bauen kann. Das hat, glaube ich, auch so ganz okay funktioniert. Ich wollte es eigentlich jetzt vorspielen, das Ergebnis, aber da fehlt noch ein bisschen Feinschliff. Das liefere ich dann vielleicht nächstes Wochenende nochmal nach. In 60 Minuten wäre es gegangen, aber 45, das war zu knapp. Danke. So, Geotagging. Welche Lösungen es schon gibt und was für Podcasts verbessert werden kann? Bitte. Wir haben uns bei Geotagging unterhalten, wie man als Podcast herumlaufen kann und der Hörer als Metadata weiß, wo man gerade langläuft oder es vielleicht nachlaufen kann. Wir haben uns proprietäre Lösungen angesehen, die es im Web schon gibt, die auch schon genutzt werden vom Cornelis mit schönen Ecken, AudioGuideMe und GuideMate. Das Ganze war eher anzusehen als so Ergänzung zu der Session vom Freitag, Chaptermarks, Metadaten und wir haben einfach festgestellt, dass man das alles nicht so singulär betrachten kann, sondern das muss man irgendwie in den Workflow mit reinbekommen, am besten schon in die Schnittsoftware, meine Links, meine Geodaten, Bilder, um das dann irgendwie später meinen Playern wiederzugeben. Und als Outcome können wir sagen, dass wir uns über die Jungs von Hindenburg gefreut haben. Wir kriegen jetzt eine Testlizenz, eine Software, die schon fertig ist, die es gar nicht gibt, wo tatsächlich mal die Metadaten als noch ZIP-File mit rausfallen. Und so, dass dann die anderen mal gucken können, okay, wie können wir denn diese Metadaten mal nehmen, um dann irgendwie das in den, vielleicht in den Podlove, also auf jeden Fall Podlove reinzubekommen und dann später auch in den Player. Fazit ist, alles nicht so leicht und die Jungs, die es umsetzen wollen, wollen gleich alles schaffen, was toll ist und dauert wahrscheinlich noch ein bisschen länger, bis es dann wirklich fertig ist. Und Geodaten sind ein Teil von den schönen Features, die wir uns alle wünschen für Podcast. Okay, danke schön. Danke. Sebastian, so. Möchtest du noch? Studiolink, hands on. Der ist gerade draußen. Na, mal reinholen. Ding, 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 ding. Ach, wollen wir noch irgendwie uns Witze erzählen? Aber ich bin immer ich so schlecht. Ich hab keinen Witz mehr. Also, du bist leer. Ich bin leer. Ja. Ich leg mich Trink einfach gleich Cola. Hin und
Bitteschön. Im Prinzip haben wir noch mal kurz hands-on gemacht, war eine kleine Gruppe zum Thema Studio Link, noch mal das Webinterface gezeigt. Und es geht sowieso weiter, also. Muss ja. Ja. Wir verweisen auf den Vortrag von heute Morgen, oder wie? Vielen Dank. Das war übrigens wirklich, fand ich, Sebastian, nochmal an dich gerichtet, cool, dass ihr hier, das habe ich heute Morgen schon gesagt, die ganze Zeit rumgelaufen seid mit euren Geräten und jetzt auch noch Telefonhörern und hier das Ganze nochmal ganz anders belebt habt und farbiger gemacht habt. So, das waren die Workshops. Vielen Dank dafür. Genau, danke, dass ihr wieder so viel eingebracht habt hier. Genau, das ist euer Applaus. Das macht das hier alles erst schön rund und wertvoll. Damit kommen wir jetzt eigentlich dazu, Tim und Ralf hier wieder hochzuholen. Die dürfen wieder. Du musst mich auch nicht vorher fragen, Tim. Ja, macht mal. So, wir vier teilen uns jetzt ein Mikrofon und geben euch das andere Verbleibende. Und ihr könnt euch jetzt wieder mit Feedback an uns richten zu den verbleibenden, also zu den drei Tagen und wie das so bei euch angekommen ist, ob ihr Positives zu äußern habt, wäre schön, aber ihr dürft auch Negatives loswerden und ich hoffe, der ein oder andere hat es schon gemerkt, dass wir das, was ihr letztes Mal eingebracht habt an Feedback und an Kritik, dass wir schon probiert haben, darauf einzugehen und das auch weitestgehend in der Orga umzusetzen. Was allerdings so geblieben ist und worum ich euch auch wieder beten möchte, ist, dass ihr die Schildchen, die ihr anhabt, wenn ihr rausgeht, wieder abgebt. Ihr wisst, ne, es ist für uns alle eine Win-Win-Situation. Ihr spart euch es später wegzuschmeißen und ich spare mir es, die nachher wieder zu kaufen. So. Ja, genau. Also vielleicht auch noch mal ein paar Anmerkungen, aber du kannst ja schon mal gucken, ob jemand was gleich sagen möchte. Mich würde jetzt auch noch mal konkret interessieren, wie diese Erweiterung auf den dritten Tag angekommen ist. Das war jetzt, glaube ich, die nennenswerteste strukturelle Veränderung. Dann hatten wir auch noch konkret eine also leicht geänderte Art und Weise, die Sessions zusammenzustellen. Ich hatte so den Eindruck, dass es deutlich reibungsärmer stattgefunden hat als zuletzt noch. Insbesondere, weil wir das immer einen Tag vorher gemacht haben und nicht nur eine Mittagspause vorher. Hatten wir sonst noch irgendwelche kolossalen grundsätzlichen Änderungen? Ach ja, genau. Und hier so Fotowand, wie auch immer. Also feel free, Feedback bitte jetzt. An der Stelle auch noch ein Hinweis, wir hatten ja diese Sprich mit mir Überwand. Ich habe gesehen, da hängen immer noch Zettel, also das heißt ja nicht, dass das jetzt nicht bearbeitet wurde sozusagen, aber wer nochmal irgendwie wissen möchte, mit wem er sich vielleicht noch verknüpfen könnte, wirft da vielleicht nochmal einen kurzen Blick drauf. Ich weiß, dass so zwei, drei Sachen vielleicht noch ungelöst sind. Es gab zum Beispiel auch eine Frage auf Podlove umzustellen und ich habe auch gesehen, Katrin hatte wieder angeboten mit Flatter-Auswertung und sowas, also schaut mal vielleicht da, wenn euch das interessiert, dass ihr euch da nochmal vernetzt, auch außerhalb dieses Workshops und ob ihr das vielleicht nächstes Mal dann einfach als Session einbringt, dann vielleicht doch. Jo, dann fange ich jetzt einfach mal an. Ich fand es weitgehend wieder ziemlich gut. Viele gute Gespräche, gutes Essen. reibungsloser Ablauf, das fand ich auch tatsächlich sehr entspannt. Halt wirklich nicht nur eine Stunde vorher, sondern eben einen halben Tag vorher zu wissen, wann welche Sessions sind. Kann man sich besser vorbereiten, wo man hingehen will, was man dann doch irgendwie leider auslassen muss. Und auch das Dokumentieren im Sendegate hat anscheinend auch ganz gut funktioniert. Also ich habe bei einer Session der Webplayer-Beta-Session heute früh auch ein bisschen was reingeschrieben. Und ja, ich glaube, das ist ganz gut. Next. Ja, also Thematisierung so von den einzelnen Session, da habt ihr diesmal so ein bisschen auch geguckt, Technik und nicht-technische Sachen, fand ich für mich persönlich sehr angenehm. Ich habe eigentlich immer genau eine Session gehabt, wo ich gedacht habe, so ja genau, da gehe ich hin. Die anderen waren okay, aber es war nicht sowas, oh, zwei, welche nehme ich jetzt? Das fand ich also sehr gut. Der dritte Tag, muss ich sagen, habe ich ein bisschen Schwierigkeiten mit. Also es war jetzt heute an dem Tag, war es so, dass ein paar Leute, die ich eigentlich noch sprechen wollte, gar nicht mehr da waren. Warum auch immer.
Und ich denke, durch 3 Tage, ich bin jetzt auch heute Morgen, shame on me, ein bisschen später gekommen, weil ich einfach dann auch schon durch war von den beiden Tagen vorher und dann so gedacht habe, ja, muss ich jetzt dann, habe ich auch reingeguckt, ist das so interessant, was jetzt gerade läuft, und habe dann entschieden, so, nee, jetzt gerade dann nicht. Ne? Und ich habe das Gefühl eben, dass auch mehr Fluktuationen einfach da waren. Es fehlten auch ein paar Leute am ersten Tag, die ich erst am zweiten Tag gesehen habe. Ob das jetzt meine persönliche Empfinden einfach nur ist, also ich habe es so empfunden. Ich weiß aber nicht, das sind wahrscheinlich andere, die das ganz anders sehen und sagen. Also vielleicht kurz aus Sicht des Neuen, das fand ich ziemlich rund vom Ablauf her, also ich fand das auch mit den Sessions am Vortag, fand ich klasse. Bei der Rede über mich Wand hat mir dann gefehlt, dass ich oft einfach irgendwie dann einen Nick hatte, aber kein Gesicht dazu, also irgendwie das Face zum Namen hat mir da manchmal gefehlt, weil ich halt viele halt nur entweder vom Hören kennen oder vom Nick, aber nicht unbedingt vom Bild. Das ist so eine Anmerkung. Ansonsten fand ich schön, also ich hab mich, und ich glaube, das ist, spreche für Moni mit, wir haben uns sehr offen aufgenommen gefühlt und mit weiten Armen. Also ich fand auch das Planen der Sessions am Vortag extrem gut. Ich persönlich fand auch die Ausweitung auf 3 Tage gut. Ob ich das im November immer noch sage, müssen wir dann sehen beim B-Workshop. Was mir irgendwie allerdings jetzt in den 3 Tagen so ein bisschen, wovon ich gerne mehr gehabt hätte, wären Pausen gewesen. Ich weiß nicht, wie das so der Rest sieht. Aber auch wenn ich diese Mailingliste ohnehin ein bisschen sträflich vernachlässige, das gebe ich gerne zu. Aber ich habe mit einigen heute geredet, die zum Beispiel nicht mitbekommen haben, dass nachher noch so ein Nach-Event im irgendwer sagt's schnell, im Wow hier gegenüber stattfindet, wo man sich dann vielleicht noch mit ein paar Leuten unterhalten könnte, und manche konnten dann vielleicht auch am 3. Tag nicht und sowas. Also ich weiß nicht, ob es von der Sessionplanung her vielleicht das nächste Mal so als Anregung, dass man die Pausen vielleicht etwas ausdehnt oder dezidierte Freiräume gibt, wo man dann noch ein bisschen rumlaufen und ein bisschen netzwerken kann, weil während der Sessions die Leute, die sich vernetzwerken müssen, die müssen dann so gemeinsame Slots finden, wo sie dann keine Session gucken und sowas. Aber ich weiß, dass das alles schwierig umzusetzen. Naja, es ist halt so ein bisschen Not gegen Elend, ne? Also wir haben auch überlegt, wie wir es gestalten, und da haben uns dieses Mal explizit dagegen entschieden, die zwischen den Sessions nochmal längere Pausen zu machen. Einfach aus dem Hintergrund, wir haben sehr, sehr viele, also beziehungsweise letztes Mal gab es viel, was nicht besprochen werden konnte, wo es dann hinterher schade war, dass es nicht besprochen werden konnte. Und da wollen wir dann eigentlich eher so den Abend schaffen oder halt irgendwie am Vormittag auch mal Möglichkeiten oder am Mittagessen halt sich zu vernetzen und das zu machen und lieber so mehr Themen unterzubringen. Und wenn dich dann da mal ein Thema nicht interessiert, dann interessiert es dich vielleicht halt nicht und du bleibst mal raus. Also das, wie gesagt, ist so ein bisschen Not gegen Elend. Also irgendwas fällt immer hinten runter. Vor allem gerade, weil wir jetzt abends hier sind, das ist das macht es, glaube ich, viel, viel besser. Also nicht, dass diese Zersplitterung im Kuchenkaiser, das hat irgendwie ein bisschen das zersplittert. Und hier sind wir irgendwie alle aufeinander. Und es hat, ich darf das nicht unten anfassen, habe ich gelernt. Daher, ich finde es ganz nett. Müssen wir mal schauen, vielleicht. Ich habe noch was. Du hast ja nicht nur die Mailingliste vernachlässigt, Sven. Du hast ja auch noch das Sendegate vernachlässigt, den Twitter-Account. Und ich weiß nicht, was noch alles, wo wir das gepostet hatten. Also ja. Ja, also ich sehe auch ehrlich gesagt, bin sehr viel glücklicher mit diesem Modell. Eine Viertelstunde Pause ist eigentlich immer genug zum Wechseln, und wenn man halt nicht mehr kann, na, dann lässt man halt eine Session aus. Also, aber es war einfach, es hat sich einfach die ganze Zeit, Feedback Nummer 1 war, wir brauchen mehr Platz für Content. Wir müssen mehr Sessions unterbringen können und so. Und jetzt haben wir irgendwie 3,5 Slots pro, also Locations mal 5 und 3 Slots jetzt an diesen beiden Tagen. Das ist halt schon eine deutliche Erhöhung. Und ich hatte auch so den Eindruck, es war jetzt nicht mehr so sehr viel übrig, was unbedingt noch untergebracht werden wollte. Also diesmal haben wir ein Platzangebot gehabt, was auch tatsächlich dem Demand entsprach. So. Und durch diesen Abend,
Einstieg oder Nachmittagseinstieg und irgendwie, dass wir zwei Abende haben, bis man hier wirklich in die Puppen quatschen konnte, finde ich es halt besser eigentlich, wenn man so eine Kollektivpause am Abend hat, wo man dann wirklich lange durchquatschen kann und das halt dann lieber tagsüber verdichtet. Also. Du wolltest irgendwelche Pausen haben. Gut, ne, wir schauen mal. Also ich wollte längere Mittagspausen, aber es wurde mir nicht gegönnt. Und in den Pausen hättest du dann die Mailingliste nachgelesen, ja? Jetzt aber bitte nochmal irgendwelche Leute, die irgendwas doof fanden, Verbesserungsvorschläge. Ihr dürft auch einfach loben. Das ist auch okay. Wo ist das Mikrofon jetzt? Achso, ja. Du hast es. Herr Kassette. Ja, es war wieder perfekt. Großes Lob an euch. Ich hatte das ja schon einzelnen von euch gesagt, dass ihr das echt wieder super organisiert habt. Ich finde das auch gut, wie hier alle da mitspielen und auch diesen Selbstorga-Teil sehr gut hinkriegen. Das macht sehr viel Spaß. Die 3 Tage fand ich wichtig, also diese Verlängerung, weil das halt wirklich irgendwie mehr Space gegeben hat, auch untereinander irgendwie mal quatschen zu können. Ich war jetzt diesmal in der Situation, dass schon von den einzelnen Sessions Themen so Wiederholungen waren von den anderen Workshops, sodass ich dann eben halt die Zeit genutzt habe, halt draußen mit Leuten irgendwie beim Rauchen quatschen zu können. Also insofern hatte ich dann die Zeit, die vielleicht andere jetzt gerade hier vermissen. Und dass man abends so viel Zeit hat, miteinander zu quatschen, das sehe ich genauso wie Tim. Also der ist es besser, als irgendwo Pausen dazwischen zu knallen. Also können wir von mir aus gerne so beibehalten mit den 3 Tagen, wenn sich das zeitlich organisieren lassen. Ja, das ist schwierig. Ich meine, wir haben jetzt hier die Gelegenheit genutzt, dass jetzt ausgerechnet an unserem traditionellen Wochenende vor Republika jetzt sich genau diese 1. Mai-Konstellation so ergeben hat. Das wird natürlich so in der Form nicht wiederkommen. Für zukünftige Termine, also im Herbst muss man jetzt eh nochmal schauen. Ist halt die Frage, ob man sich vielleicht irgendwas anguckt als Termin, was vielleicht so eine 3-Tages-Option bietet. Also Pfingsten, aber ist natürlich auch schwierig. Ne? Oder halt so, weiß nicht, wie heißen diese anderen christlichen Sammelfeste? Irgendwas halt. Im Herbst gibt es, glaube ich, auch irgendwas. Ne? Man könnte natürlich auch sagen, man trifft sich trotzdem am Freitag schon und guckt dann. Aber ich habe halt so die Angst, dass dann eben einfach sehr viele eben auch wirklich erst ab Samstag könnten. Also das müssen wir nochmal schauen. Grundsätzlich finde ich dieses Format jetzt auch toll. Also das war einfach jetzt, es hat für meinen Geschmack die richtige Länge und da geht einfach eine Menge rein. Und ich finde auch gerade so das Abendbespaßungsprogramm, da kann man auch noch ein bisschen, glaube ich, könnt ihr auch ein bisschen drüber nachdenken, was ihr da an lustigen Formaten noch mit einbringt, dass wir dann hier auch wirklich ein bisschen Show haben, so, ne? Sowohl am 1. als auch am 2. Tag. Doch, es hat mir sehr gefallen. Es war ganz toll, besonders dein Beitrag, denn es war toll. Ja, also ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen mit den Terminen. Müssen wir mal schauen, aber wäre erstrebenswert. So, wer hat noch was beizutragen? Leonie. Genau, ich wollte mich einfach bedanken. Ich war ja das erste Mal dieses Mal dabei, fand es echt erstaunlich gut. Hab sehr viele Eindrücke gesammelt, mit vielen Leuten gesprochen, unheimlich viel Input gekriegt. Vielleicht nicht so viel weitergegeben, was ich kann, was ich vielleicht auch gerne gemacht hätte. Aber das hat sich einfach diesmal nicht ergeben, fand ich auch okay. Genau, dafür habe ich umso mehr profitiert, was ich natürlich auch schön fand. Und ich glaube, dass es nicht mein letztes Mal gewesen sein wird. Vielen Dank an euch. Danke. Ich würde gerne, na gut, guckst du die ganze Zeit grimmig, mach. Ja, super, auch 3 Tage finde ich gut. Diese Sprich mit mir Überwand ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Das wird auch sicherlich mein Problem gewesen sein, weil ich einfach nicht drauf geschaut habe oder nicht genug drauf geschaut habe. Aber vielleicht wäre es ganz sinnvoll bei so kurz vorm Essen, wenn irgendwie nochmal so Generalansage an alle ist, dann mal irgendwie noch kurz einen Überblick zu schaffen, was da gerade hängt und vielleicht, dass dann auch mal die Händchen gehoben werden können, wer denn die Person ist, die da Thema angehängt hat. Und ja, das ist wahrscheinlich abends nicht zu vermeiden, aber 11 Uhr fand ich fast ein bisschen früh, dass man dann hier schon langsam einpacken musste. Man hat das besonders gestern gemerkt, also da war ich dann auch schon so runter, dass ich jetzt nicht unbedingt nochmal woanders hingegangen wäre, was dann ja einige Hartgesottene noch getan haben. Aber so ein Stündchen hätte ich es hier schon noch länger ausgehalten. So, weiß nicht, ob da irgendwas machbar ist, aber das war dann gerade gestern Abend, fand ich das ein bisschen kurz. Ansonsten ja, super. Machbar. Es war so ein bisschen unsere Einschätzung. Auch da Not gegen Elend, weil entweder hat man die Not abends, dass man ein bisschen früher gehen muss oder das Elend euch alle zu ertragen, wenn ihr nicht ausgeschlafen seid morgens.
Es soll eh nie irgendjemand ausgeschlafen. Also da lässt sich mit Sicherheit was dran drehen, aber ehrlich gesagt, also ich für mich zumindest fand es nicht so schlecht, hier abends eine Zeit zu haben, wo dann auch irgendwie, und ich, also 11 ist jetzt auch nicht so früh nach den Tagen, die wir hier hatten, dann einfach mal wieder ins Bett zu kommen, und bis wir hier alle in Berlin unsere Heimwege angetreten haben, ist das ja auch eine Weile, und dann irgendwie morgens hier wieder fit an dem Start zu sein. Manche mussten um 8.30 Uhr hier sein, eure Brötchen entgegennehmen, also. Ja, ich hätte einen kurzen Verbesserungsvorschlag noch. Man könnte diese Wand da, die wir da hatten, vielleicht auch mal digitalisieren im nächsten Jahr. Ich glaube, das wäre sehr praktisch. Das ist in Planung. Das macht der der Carsten Wedekind, der hier war. Der hat, ich weiß nicht, ob er es schon mitgenommen hat oder nicht, nimmt die ab und scannt sie ein, und wir stellen die dann im Sendegate zur Verfügung. Von der Infobogenwand nehme ich doch an, oder? Ja, die Infobogen, also hier nette Gesichter und Twitter-Accounts, genau. Und alles Mögliche. Nur warum da erst, könnt man das nicht direkt, könnt ihr das nicht direkt bei der Anmeldung quasi alles einsammeln? Ja. Nein, okay. Ja, keine Ahnung. Also auch da, es gab ja was über die Mailingliste und im Sendegate und auf Twitter. Also das hatten wir ja vorher wirklich schon zur Verfügung gestellt, und das lag hier auch schon ab dem ersten Abend aus, und es ist dann halt auch immer so ein bisschen, also wir können bestimmt jemanden oder zwei Leute mit beauftragen, hinter einen herzurennen und das zu machen, aber es liegt dann halt auch so ein bisschen in der Verantwortung jedes Einzelnen, ob das passiert oder nicht. Also wir hatten das ja vorher extra digital zur Verfügung gestellt zum Ausfüllen. Falls jemand von euch noch Erfahrungen hat mit anderen Anmeldungssystemen, derzeit verwenden wir ja Amiando, was jetzt zu Xing gehört. Das hat so ganz leidlich gut funktioniert. Besonders begeistert bin ich jetzt nicht davon, aber es hat bisher alle diese Events gut gemacht. Aber es hat halt etwas wenig Community-Features, weil ich meine, im Prinzip ist es Quatsch, wenn man sich da eh registriert, warum wir nicht irgendwie solche Fotowände einfach generieren können. Ja, dann müssen wir nur noch allen sagen, hier Avatar, tralala. Bei Amiando wüsste ich jetzt nicht so out of the box, wie man das so ohne weiteres hinbekommt, aber falls jemand von euch da Erfahrung hat und sich da vielleicht einbringen möchte, das würde sich ja anbieten. Ja, also das mal so als Anregung, das habe ich so bisher noch nie reingetragen, aber es ist wirklich Blödsinn, dass wir wirklich alles nochmal runterladen, irgendwo anders reinladen, nochmal erfassen und so weiter. Also es muss einfach von vornherein sein. Also es war eigentlich auch mein... Bitte? Ja, ich sage ja nicht, dass das ist alles super und so. Man muss das ja immer erstmal probieren, um festzustellen, dass man es noch toller haben will. Also machen wir auf jeden Fall. Ich hätte mal... Entschuldigung. Also ich wiederhole mir jetzt, oder es ist ein bisschen eine Wiederholung von dem, was schon gesagt wurde, aber ich wollte mich auch bedanken. Ich war zum ersten Mal da. Die weite Anreise hat sich gelohnt. Bei mir waren einige Dinge, ich arbeite zum Beispiel nicht mit WordPress, ich podcaste noch gar nicht so lang und ich habe technisch so gut wie gar keine Ahnung, habe mich aber sehr gut aufgehoben gefühlt, sehr herzlich aufgenommen, und ich habe mich sehr gefreut, einige von euch, die ich vor allem über Twitter schon kannte, persönlich zu sehen und kennenzulernen, und ja, war eine sehr wertvolle Erfahrung für mich. Komm gern wieder. So, jetzt schiebe ich mich mal kurz dazwischen. Zwei Punkte würde ich nämlich gerne loswerden. Ich bin ja seit dem allerersten dabei, und trotzdem hat sich der jetzt für mich sehr, sehr anders angefühlt als alle vorher. Und ich habe mich jetzt gefragt, woran liegt das eigentlich? Und es sind, glaube ich, zwei Punkte. Das erste ist, ich war total überrascht über die Qualität der Vorträge, die hier gehalten worden sind. Ich weiß nicht, ob anderen Alteingesessenen das auch so geht. Die Qualität der Präsentation war diesmal radikal besser als vorher. Das heißt nicht, dass vorher alles schlecht war, aber ich habe mich ausgesprochen gut unterhalten gefühlt und hatte den Eindruck, dass so die Wertigkeit des Events sich dadurch auch ein bisschen mehr abbildet. Im Sinne von so, wir geben uns jetzt auch mal wirklich Mühe und hängen uns rein. Und da hilft es natürlich dann auch, wenn bei der Themenauswahl ordentlich eingefordert und nachgetreten wird. Also, ne, danke Claudia, dass du hier zur meistgehasstesten Person geworden bist. Die Themen, finde ich, haben es dann doch aber irgendwie gelohnt auf der Stelle. Der zweite Punkt, den ich als sehr anders empfunden habe, ist dieses Call for Help, dass das wirklich weitestgehend funktioniert hat. Das heißt, das ist jetzt der erste Workshop, auf dem ich bin, wo ich nicht irgendwie zwei Tage lang total gestresst die ganze Zeit nur durch die Gegend tigere, sondern man wirklich schon mal ein bisschen verteilt hatte. Man musste sich um die Kamerasachen nicht kümmern, das hat alles automatisch funktioniert.
funktioniert, das Dokumentationssystem und so weiter. Gefühlt war die Orga viel besser dieses Mal, sodass das jetzt der erste Workshop ist, auf dem ich auch echt mal aktiv Spaß hatte. Danke dafür. Ja, das kurze Anmerkung. Also ich kann das nur unterstreichen. So, und ich komme ja so aus Chaos Computer Club Umfeld und der CCC Kongress, der beste Event der Welt. Ja, der ist deshalb so gut, weil er eben über so lange Zeit gewachsen ist und die Leute einfach mit dieser Veranstaltung gewachsen sind. Würde ich mir natürlich sehr wünschen, dass das hier auch so ein bisschen weitergeht. Also bringt euch frühzeitig ein, wenn euch dieser Event am Herzen liegt, weil wir werden zwangsläufig. Also nicht, ich sage nicht, das ist jetzt schon so. Aber das ist halt einfach so mit der Zeit, irgendwann grüßt dich täglich das Murmeltier und dieser Spannungsbogen, gerade für eine halbjährliche Veranstaltung, den können wir dann auch nur aufrechterhalten, wenn wir sehen, da wächst jetzt was nach und Leute kommen auch mit eigenen Ideen und sagen nicht nur, man müsste man mal, sondern eher so, ich hab da mal. Und ja, das wäre so auch mein Wunsch hier an die kleine Gemeinde, dass wir das hier zu irgendwas entwickeln, auch wenn wir alle noch nicht wissen, was es mal wird. So, wenn jetzt gerade keiner nochmal will, ich könnte auch noch was zu dem Thema sagen. Also für mich war es jetzt der vierte Workshop und ich fand es auch spürbar anders, spürbar flüssiger noch als im Herbst, wo wir jetzt das erste Mal quasi hier waren. Und was mich wirklich begeistert hat, war auch der dritte Tag, insbesondere auch mit dem vormittags einfach mal Schwerpunkt auf Development-Themen, weil das auch sonst immer so ein bisschen zwischendurch und hin und her und das ist vielleicht tatsächlich hilfreich, das so zu machen. Auch nochmal so als Feedback. So, möchte noch jemand anders? Semantisch aufgelöst, der dritte Tag, der erste Tag war, meinst du? Ja, also der Freitag, den Freitagvormittag. Genau. Nicht heute. Den zusätzlichen Tag. So, möchte noch jemand? Genau, hier. Leute, die auch das erste Mal da sind, dürfen sich auch gerne nochmal äußern. Marco zum Beispiel. Ja, ich wollte auch nur einmal ganz herzlich Danke sagen. Auch ich habe mich sehr gut aufgenommen gefühlt, bin ja auch das erste Mal dabei. Und auch nochmal an alle, die mir zwischendurch immer wieder mal mit allen möglichen geholfen haben, sei es die Richtung angeben oder einen Kaffee machen oder sonst wie. Also ganz klasse und hat mir riesig geholfen und riesen Spaß gemacht. Danke euch. Ich als Nötiger vom Dienst kann an dieser Stelle auch schon ankündigen, dass Marco gerne nächstes Mal einen Beitrag zu Barrierefreiheit halten möchte, was ich sehr gut finde. Das war abgesprochen. Vielleicht nicht. Und Moni... Und Moni wird auch noch was machen zu Einbindung von Kommunikation mit Hörern und Feedback mit Hörern und das dann quasi als Ergänzung zu dem technischen Workshops, den es gab, eher auf der kommunikativen Ebene. Ja, ich will euch jetzt nicht noch mehr loben, das reicht, glaube ich, von einer perfekten Orga. Was? Na los. Nein, war schon geil. Ich bin jetzt das zweite Mal hier. Ich fand die von der Mischung der Leute toll. Ich fand es von der Organisation super geil. Das heißt irgendwie Getränke, Essen, Kameras. Pff, das ist schon echt eine coole Nummer, für, dass ihr das so gefühlt nebenbei auf die Beine stellt. Jammern auf hohem Niveau. Nee, ist eigentlich doof. Das ist Schlechtes zum Schluss sagen. Aber jammern auf hohem Niveau wäre vielleicht noch das ein oder andere Mal ein bisschen mehr Funkdisziplin an die Audience, wenn da hinten so Diskussionen sind, wenn vorne eigentlich Vorträge sind. Und eventuell ein bisschen schnelleres WLAN, aber es ist auch aushaltbar. Es läuft immerhin stabil und dann lieber langsam und stabil. Also ich auch okay, aber ansonsten wirklich toll. Also ich bin auch das erste Mal hier gewesen. Ich komme so aus dieser Kölner Ecke. Wir haben so ein eigenes Cluster und es war auch sehr spannend, mal im Grunde genommen zu sehen, dass es eben auch andere Podcaster gibt, beziehungsweise wir wissen das ja natürlich, aber im Grunde genommen vernetzt man sich ganz anders. Wir haben halt mehr so Stammtische und eher so Hörertreffen und diese Barcamp-Situation haben wir im Raum Köln eigentlich weniger. Und das war eigentlich sehr spannend. Das waren relativ wenige aus unserer, also für mich im Verhältnis zu den anderen relativ wenige aus dem Kölner Raum hier. Ein paar Gesichter habe ich natürlich auch gesehen aus dem Ruhrpott und so weiter. Und es ist auch schön zu sehen, dass das eben ganz gut wächst.
Ich habe mich vorhin geärgert darüber, dass ich hier ein bisschen Kaffeesatz im Kaffee drin hatte. Und dann dachte ich mir, wenn man sich darüber ärgern muss, dann ist die Organisation schon wirklich sehr gut. Also, ja, also. Was ich cool gefunden hätte, wäre so eine Art Twitter-Wall in Form von einem Bildschirm oder irgendwas, wo man dann vielleicht auch mal Sachen, weil ja fast alle bei Twitter sind oder bei app.net. Für app.net reicht es einfach, dass wir einmal am Tag den Ausdruck aktualisieren. Ja, ja, genau. Dann hätte man nämlich auch noch mal, ich habe ein, zwei Mal auch getwittert, dass ich da so zwei Zettel bei Rede mit hatte. Hat jetzt keiner drauf reagiert. Ich habe dann im persönlichen Gespräch das ein oder andere Problem noch lösen können. Aber ich glaube, wenn das ein bisschen präsenter gewesen wäre, wäre es ganz cool gewesen. Aber wie gesagt, also das sind Kritikpunkte, da müssen wir uns keine Gedanken machen eigentlich auf längere Sicht. Dann vielen Dank. Und ich finde noch mal einen großen Applaus für das Organisationsteam, oder? Die Twitter-Wall ist wirklich eine coole Idee eigentlich, habe ich gar nicht so dran gedacht, weil ich habe selber ganz, ganz häufig nach dem Hashtag gesucht und geguckt, was ihr so macht. Das fällt mir jetzt so auch auf, ja. Vor allem haben wir vorne einen ungenutzten Monitor, fällt mir gerade ein. Ja, nächstes Mal dann. Ich möchte mich nochmal an alle hier bedanken, weil ich fand das unheimlich gut. Ich habe so ein paar Sachen auch ausprobieren können. Ich bin ein bisschen rumgelaufen, so, ich brauche hier noch mal so ein Mikro und so ein Mikro. Bin dann hier rumgelaufen, um das direkt hier live zu testen. Und das ist halt wirklich gut an der Community hier. Man kann einfach direkt jemanden ansprechen. Und ich habe einfach da vorne hingeschrieben, ich suche Ansteckmikrofon und wurde dann direkt auch angesprochen. Ja, ich habe hier eins und... das ist bei anderen Barcamps oft nicht so, weil da eine gewisse Distanz ist. Ich habe hier das Gefühl, das ist schon eine Community, die aufeinander zugeht. Ja, ich wollte ein bisschen Flausch auf Claudia auskippen. Weil eine Sache finde ich wirklich sensationell, wie ihr den Überblick behaltet, wer hier ist und wer ungefähr was macht und du ganz besonders. Wenn man mit so einem kleinen Podcasterinnen-Minderwertigkeitskomplex hier ankommt, so wie ich, ne? Also zum einen große Füße im selben Haus, der irgendwie viel podcastet und dann noch Team Bastelcast, sage ich da nur, ne? Also nicht Wissenschaft und auch noch Frau. Und ich kann nur sagen, das ist mein eigenes Problem. An euch liegt das sicherlich nicht. Und ich wurde genetzwerkt und das auf total süße Art und Weise von Claudia. Und da wollte ich nochmal Danke sagen. Dann sind wir durch, oder? Schon. Wir haben ja noch ein bisschen Programm. Ich weiß nicht, Claudia, magst du den... Oder haben wir noch so letzte Worte? Ich weiß gar nicht, was sollten wir jetzt tun? Sollten wir jetzt schon sagen, wie es alles zu Ende geht? Oder? Ich bin ehrlich gesagt total durch. Okay, also Claudia ist total durch. Also ich kann euch sagen, was ihr aufräumen müsst. Aber für genau, die, für also die... wie spät ist es jetzt? Jetzt haben wir es 5. Also, wann wollten wir zum WOW? Genau, wir haben um 18.30 Uhr reserviert. Ich hatte ursprünglich für 25 Personen, das waren schon 5 mehr, als ich angemeldet hatten, aber offensichtlich war meine Kommunikation da nicht ganz so super. Ich habe nochmal nachgemeldet, wenn das Wetter so bleibt, können wir ohnehin nach draußen. Hier haben Biergarten, das wäre ja eigentlich auch mal ganz schön nach 3 Tagen hier drin. Und da werden wir uns halt so um 18.15 Uhr hoffentlich aufmachen, wenn wir hier flott aufräumen. Das hat ja letztes Mal in Rekordzeit geklappt, dann werden wir hier ziemlich schnell durch sein. Ich möchte natürlich darum bitten, dass ihr die Stühle auch wieder schön farblich sortiert. Genau. Da habt ihr natürlich einen Standard gesetzt, ne? Also unter dem können wir jetzt nicht mehr zurückfallen. Darauf wurde ich sogar bei der, als ich hier die Übergabe vorbesprochen habe mit Wikimedia, wurde ich darauf sogar angesprochen. Ja, vielleicht könntet ihr euch auch noch was einfallen lassen, wenn man mehrere Stapel hat, wie die Stapel Höhen zueinander, so, ja, also so ein bisschen Buchstaben so ein kreativen bilden, also irgendwas. Genau, also es gibt hier einiges einzuräumen. Wir müssen jetzt keine Panik machen, wir haben jetzt eine 1,5 Stunde locker Zeit und das heißt ja auch nicht, dass wir alle um 18.30 Uhr da auf dem Stuhl sitzen müssen, sondern dann wird das halt einfach so langsam rüber migrieren, aber ich schätze mal so ab 19 Uhr sollte dann hier der letzte Koffer dann auch zugeklappt sein und Dennis schließt ab.
Und ja, an der Stelle ganz, ganz dickes Danke nochmal an Dennis. Das müsst ihr jetzt ja, auch nochmal machen, wenn ich hier schon klatsche. Also, ohne Ralf und Tim da jetzt zurückzustellen wollen, aber ohne Dennis wäre ich ausgerastet dieses Jahr. Ja, wir alle. Also Dennis war immer der Erste und der Letzte hier und hat sich an allen Fronten eingebracht. Und nichts hasst er so sehr, wie in solchen Situationen so auf diese Art und Weise präsentiert zu werden. Aber das muss er jetzt mal trotzdem akzeptieren, weil wir sind ja alle sehr dankbar. Ja. Ich hätte auch noch einen kurzen inhaltlichen Hinweis, und zwar nach dem Podcast-Event ist vor dem Podcast-Event. Es kommt ja jetzt die Republika und Nele hat das heute Morgen schon gesagt. Ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen, wir haben zwei Talks aus unseren Reihen dort. Beide sind direkt am Dienstag. Der erste ist eben am Dienstag 14:45 bis 15:45 mit unter anderem Nele und Tine und Katrin und Sarah und Alexandra. Das ist der STG 10. Oder also Stage 10, genau. Direkt Dienstag, erster Tag, 14:45 Uhr. Und der zweite Vortrag ist der von Frau Krell und meiner Wenigkeit, auch am Dienstag, Stage 6, allerdings etwas später, 17:45 Uhr bis 18:15 Uhr. Könnt ihr euch auch im Programm angucken, worum es da eigentlich so im Detail geht. Das sind die Podcast-Talks und dann gibt es noch einen früheren, der sich nicht um Podcasts dreht, was ja vielleicht auch mal nicht schlecht ist, ne? Also 3 Tagen. Ihr seid, glaube ich, gleich zur Eröffnung dran, um 10 am Dienstag schon? Nein, um 12. 12:15 Uhr, Stage 10. Auch die 10. Da sagt ihr nochmal euren Titel, ich wiederhole es dann. Mein Lehnsherr liest meine E-Mails. Okay, und es geht um einen Multimedia-Vortrag, in dem ihr euch eine alternative Realität von Europa ausgedacht habt. Großes Kino. Nee, gerade nicht, weil es nicht aufgezeichnet wird. Ne? Nee, aber lohnt sich immer. Nein, also das heißt, ihr müsst da sein. Genau, man muss live dabei gewesen sein, sonst ist es scheiße. Wer nicht live dabei war, hat es verpasst. Also. Ja, die Suche ist so mäh, von daher gucke ich da jetzt nicht mehr live nach. Ne? Also Solidarität und Netzwerk, schaut vorbei in Scharen, es wird, glaube ich, alles drei sehr unterhaltsam. Wann ist denn der nächste Termin? Das wissen wir selber noch nicht. Es gibt jetzt noch keinen Herbsttermin. Nimm Tim den Kalender weg. Nein, das hat einfach was damit zu tun, dass ich auch nochmal abwarten wollte, wie sich diese 3-Tages-Konstellation auswirkt und welche Konsequenzen wir daraus ziehen wollen. Das weiß ich jetzt zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht so richtig, aber wir wollen halt natürlich diesen Halbjahrestakt irgendwie schaffen. Was natürlich auch noch etwas erschwerend hinzukommt, ist die praktische Belastung durch Sendezentrumsaktivitäten auf dem Camp. Da ist irgendwie das nächste, wo wir unser Hirn erstmal drumherum wickeln müssen. Und danach werden wir uns sicherlich auch dieser Workshop-Geschichte annehmen. Ist mir klar, ihr wollt relativ früh den Termin haben. Will ich auch, wollen wir alle, wenn wir auch in irgendeiner Form. Aber jetzt habe ich ihn halt gerade noch nicht. Gucken mal, ob da irgendwas sich anbietet mit einer coolen Konstellation, dass man vielleicht diese 3-Tages-Geschichte da auch machen kann. Ja. Ein bisschen zurückblickend, also es war jetzt hier der 5. Event, das 2. Mal hier. Die Location ist an sich ganz gut und sind so ein bisschen die Räume genommen worden. Dieser eine Community-Raum, der letzte Mal noch zur Verfügung stand, ist jetzt auch ein Büro. Also tendenziell wächst leider gerade diese Location hier nicht so richtig mit. Es wäre sehr viel einfacher für uns gewesen, wenn es hier zum Beispiel so einen Trennraum gibt oder sowas. Ich möchte an der Stelle aber mal sagen, also das heißt natürlich, dass Wikimedia e.V. sehr gut wächst, was mich eigentlich eher freut. Ja, das ist natürlich richtig. Also ich wollte jetzt auch da keine Kritik an Wikimedia äußern. Das wäre ja sehr unangemessen. Die haben natürlich hier das Problem, dass sie einfach enorm sich gut entwickeln, aber leider halt nicht mehr Veranstaltungsflächen zur Verfügung stellen kann. Trotz alledem habe ich so den Eindruck, hier mit dem Kompromiss, hier diesen Raum zur Hälfte zu nutzen, ging schon irgendwie, ja, mit dem, ja, vielleicht Raumteiler, keine Ahnung, wie sich das entwickelt, müssen wir mal gucken. Von der Teilnehmerentwicklung war es so, wir sind mal mit 40 Leuten, glaube ich, mal gestartet. Und dann hat sich das immer so in 20er Häppchen so erweitert. Diesmal hatten sich 110 Leute angemeldet, wo nur einige wenige nicht gekommen sind. Also die genaue Zahl, ich habe vorhin mit Björn gesprochen, wir hatten pro Tag 85 Leute hier. Ernsthaft?
So viele Leute sind nicht gekommen? Also nicht an allen drei Tagen. Also es kann sein, dass es ich glaube, da haben sich nicht unbedingt, vielleicht nicht alle, egal, das ziehen wir nochmal nach. Aber also ich habe jetzt nicht so den Eindruck, dass ich jetzt besonders viele vermisst habe. Also, also na, ich weiß nur von einem, der... Also was ein, auch immer das heißen soll. Ja. Ich kenne alle, weißt du? Gut, ich mache hier alles falsch. Trotzdem, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Interesse. Ich habe nach wie vor den Eindruck, dass das eine ganz großartige Community ist und dass wir das Ding hier noch ganz ordentlich nach vorne gerollt bekommen. Ich merke auch zunehmendes Interesse von außen, also von verschiedenen Außens, so, die es so noch nicht gab. Und keine Ahnung, ob man da schon irgendeinen Tipping Point sich weiter genähert hat, aber das macht alles immer mehr Sinn. So. Und ich hoffe, dass das auch weiterhin so bleibt mit dieser ganzen Unterstützung und dass wir da auch weiterhin eine Menge Spaß haben werden. Das war's. Das war's. Vielen Dank. Klatsch, klatsch.